Das ist Karl. Karl wäre gerne so cool wie Superman. So klug wie Dr. Dr. Lehnbauer, so beliebt wie ein Rockstar. Und er träumt natürlich von Lena, dem Model aus dem Modemagazin seiner Freundin. In Wirklichkeit ist Karl Mechaniker in der Werkstatt seines Onkels. Eigentlich würde Karl sein Leben ganz okay finden. Würde er darüber nachdenken? Doch dafür hat er keine Zeit, denn er träumt von mehr. Das Lustige an Menschen ist, sie schummeln gerne, wenn sie sich ihrem Gegenüber präsentieren. Man will beeindrucken, beliebt sein, cool sein, gewinnen, besser sein. Nicht den Kürzeren ziehen, immer alles unter Kontrolle haben. Aber wen denn jetzt eigentlich? Mich oder meine Maske? Nun, im Endeffekt beides. Menschen gehen gerne davon aus, dass, wenn sie jemanden kennenlernen, er sie nicht mögen wird, wie sie sind. Cool, du studierst in den USA? Ich war mal in einem Surfcamp in San Diego. Kannst du surfen? Klar, das Studium ist recht easy. Ich habe genug Zeit für den Strand. Ich habe noch gar keine Zusage vom College. Und ich hasse Salzwasser. Gibt's überhaupt Wellen in San Diego? Keine Ahnung, ich war noch nie im Ausland. Nun, eigentlich nicht gerade die beste Basis für eine Beziehung. Wenn wir einen Job brauchen, heißt es verkaufen. Und zwar, ja ganz richtig, sich selbst. Ich habe 10 Jahre lang Nutzer- und Konsumentenverhalten studiert. Ich denke, ich bin absolut qualifiziert für den Job. Indem ich im Keller meiner Eltern Online-Games gespielt habe. In World of Warcraft kenne ich mich aus. Wie wär's mit Spieleentwickler? Wie sieht's denn mit unseren Freunden aus? Maske oder nicht? Wow, das sind ja coole Kopfhörer. Was hörst du denn da? Sunrise Avenue, ich stehe voll auf dich. Sehr coole Band. Kannst du mir den Sound mal geben? Die Kopfhörer habe ich meinem Bruder geklaut. Und eigentlich höre ich Justin Bieber. Mit den Kopfhörern sieht sie aus wie 14, Mann. Voll der Kiddie-Style. Und Sunrise Avenue nie gehört. Na, in der Familie sind wir aber doch wirklich ganz wir selbst, oder? Hallo Schwesterherz, neue Jeans? Sieht cool aus. Mann, sieht die fett aus. Wir tragen auch gerne Masken in der Kirche. Gestern auf der Straße war nicht so freundlich. Es kommt gelegentlich vor, dass sich die Maske gewohnheitsbedingt mit dem eigentlichen Ich vermischt. Das hat nun zur Folge, dass nicht mehr unterschieden werden kann. Was bin denn nun ich und was bin ich nicht? Die Masken werden gerne an die jeweilige Situation angepasst. Immer auf der Hut, nicht geoutet zu werden. Es kann eine regelrechte Panik aufkommen, wenn das Gegenüber einer anderen Person zu nahe kommt und sich tatsächlich dafür interessiert, wer sie wirklich ist. Nein, du bist nicht perfekt. Na und? Wo ist das Problem? Das, was ich hier sehe, ist auch okay. Masken funktionieren ganz gut. Sie bringen uns irgendwie durchs Leben. Da gibt es nur einen Haken. Sie sind nicht echt. Du bist nicht echt. Du wirst dich nicht entfalten. Du lernst dich nicht kennen. Kurz, du wirst etwas verpassen, nämlich dich selber. Und es ist sau anstrengend. Hey, wie läuft's an der Uni? Weißt du was? Ich habe nie in den USA studiert. Ich wurde nicht genommen. Ich nehme mir jetzt ein Jahr Auszeit. Eigentlich weiß ich sowieso noch nicht, was ich werden will. Wie läuft's mit deiner Surferkarriere? Ich habe null Plan vom Surfen. Na also, war das so schlimm? Und wie fühlen wir uns nun? Aber leichter gesagt als getan. Denn echt sein ist
ist nicht einfach. Die gute Nachricht ist, es gibt da jemanden, der dir A. zeigen kann, wer du bist, und B. dir den nötigen Mut geben kann, dein Ding durchzuziehen. Er heißt Gott, ist rund um die Uhr erreichbar und hört dich definitiv immer. Sprich mit ihm und lerne ihn kennen. Ach ja, und ein kleiner Tipp, lass deine Maske zu Hause, denn er kennt dich besser als du dich selbst.